Richtig gut. So, ich wollte mal eben zu meiner Pyramide. Gedacht, nehme ich den Weg über dein Dingens. Finderle. Ja, voll Ah. praktisch. So könnte ich das jetzt eigentlich lassen. Ich glaube, mache ich auch. Oh, was hast du? Du hast unten jetzt, da wo wir gerade Wasser hingemacht hast, da hast du jetzt Lampen hingestellt. Ja. Kannst du das sogar, ich glaube, du kannst es sogar von irgendeinem Fenster von dir aus. Ja, guck mal, du kannst es sogar sehen, du brauchst nur unten auf dem Weg zum Verzauberungsraum gucken, dann siehst du sogar schon, was ich da auch gemacht habe. Jo, sehe ich. Voll gut. Guck mal hier, ich bin bei der Pyramide, siehst du mich schon mal? Ich bin hier. Oh, hallo, hallo Oh! Tiefe. Übrigens, genau, was ihr auch mal in die Kommentare schreiben könnt, ist vielleicht irgendwelche Tipps oder Vorschläge wirklich von Leuten, die das auch schon gemacht haben. Wie man das End am besten macht. Was dafür Voraussetzungen ist, was man auf jeden Fall haben muss, was und wie man das halt am besten macht. Weil Stimmt. das werden wir wohl auch irgendwann demnächst mal machen. Also ich habe erst Stimmt. einmal gegen den gekämpft, so. Ja, ich glaube, bei mir war das einmal und dann aber auch im Creative Mode, so einfach just for fun. Wir haben ja schon alle Sachen, die wir brauchen. Also Enderaugen. Ja, klar, eben, das ist es ja. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich. Ach ne, wir sind da. Wenn wir da reinkommen, ist er direkt da, ne? Oder? Ja, der müsste eigentlich direkt da sein. Haben wir also keine Zeit mehr, uns irgendwie vorzubereiten oder Na, einzurichten, gehst weil da es rein, irgendwie dann bist geht. du da und dann fliegt er da rum und macht alles kaputt. Der klatscht dich teilweise auch so ein paar Meter weit weg. ETF? Ja, deswegen müssen wir wahrscheinlich auch Blöcke mitnehmen und so. Also Swiftness-Tränke brauchen wir sowieso. Stärketränke auch. Ja, Damage-Tränke dürfte er ja auch für anfällig sein. Na egal, ich würde sagen, ich mache mich da einfach nochmal offscreen, also außerhalb von der Aufnahme nochmal schlau und gucke mir das nochmal genau an. In der Minecraft-Wiki, da steht meist ziemlich viel. Da habe ich auch den zum Wither viel gefunden. Der Guck mal einfach wäre mal. eigentlich voll easy. Dann Ja, schon, da muss auch boah, viel zu voll sehr einen Kopf heftig. gemacht. Hätten wir wahrscheinlich Ah, sogar mit Eisenrüstung geschafft. das weiß ich nicht, Ja. ey. Ja, ich glaube, Haben die haben den aber. aber auch bewusst nicht so schwer gemacht, weil das wäre sonst viel zu übertrieben, nur für so einen scheiß Buff-Altar. Da, was, ich sag mal so, was bringt uns das End außer EP? Ja, das Drachenei. Ja, was Ja, macht man diese daraus? Statue oder was das da Gar ist. nichts. Da kannst du nichts mitmachen. Da kannst du einfach irgendwo hinstellen. Ja, siehst du? Na, ja, wer weiß, was da noch geplant ist, ne? Also, beziehungsweise ob da was geplant ist mit diesen Dracheneidern. Vielleicht kann man da irgendwann ja auch so einen Buff-Penis machen oder sowas. Wäre voll geil, wenn man das so brüten könnte. Da kommt dann einfach so ein Drachen raus und irgendwann ist der groß und dann kannst du mit dem rumfliegen. Ja, genau. Ja, oder einfach nur, dass das wie so ein Eisengolem so ein Beschützer ist. Da das wenigstens einen Sinn hat, sagen wir Ja. es doch so. Ich stehe auf dem Baum, bin am Angeln. Die Alien 11:25. Berührtheit-Revolution ist in vollem Gange. Was sagt denn die Tic-Tac? Die Tic-Tac sagt, dass wir auch noch knapp 10 Minuten haben. Ja. Aber fängst du gerade an zu bauen, da ist die Zeit schon wieder um. Ja, besonders wenn du gerade einmal richtig drinne bist. Ne, und so ein bisschen verloren bist im Kopf. Sag ich jetzt mal so. Vergeht die Zeit wie im Flug. Lost im Kopf. Lost im Boah, hört mal Kopf. auf, ey. Weil, kannst du ja raten, kannst du ja denken, was ich gemacht habe, als ich so lange wach war, ne? Ja, wie weit bist du jetzt? In Staffel 2, Part 15 oder sowas. Wenn du mal drüber Ja, nachdenkst, das dass ich das ist. eigentlich nur abends mache oder nachmittags, dann ist das schon ganz schön krank. Du hast irgendwie eine halbe Staffel oder sowas abends geguckt. Ich weiß so, ich hab mir die komplette Box da gekauft, die Blu-ray-Box. Und ich habe alles innerhalb von 2 Wochen geguckt.
Ja, da war ja aber auch gar nicht mehr normal, wo du lost warst. Ey, da war ja gar nicht mehr feierlich. Ja, da haben wir alle über Facebook schon nur lustig gemacht. Sepp ist lost in lost. Ja, ja, da haben wir die ganze Zeit, da war der Sepp ja, der war gar nicht mehr zu erreichen. Ja, ich war auf der Insel, ja. Selbst wenn jemand gestorben wäre, das wäre voll egal gewesen, Mann. Ja, hätte ich ja nicht mitgekriegt, wenn ich auf der Insel bin. Wer hätte lost gesuchtet. Ja, aber mir ist halt aber auch, der wird immer schlimmer, ey. Besonders was da für Sachen passieren. Am Anfang ging es schon so gut. Aber das ist auch, ich hätte nicht gedacht, dass dann das direkt so fängt, die Story. Also, das ist eigentlich direkt schon so am Anfang. Dass du dann auch wissen willst, ja, was passiert jetzt, wie geht das jetzt weiter. Das ist schon echt crank. Ali nix wissen. Aber irgendjemand sagte mal, dass Lost am Ende scheiße werden soll. Sagen viele. Das ist ja immer Geschmackssache, ne? Ja, klar. Aber ich weiß nicht, also ich zum Beispiel fand jetzt Dexter auch ziemlich geil. Wobei die erste Staffel von Dexter meiner Meinung nach echt langweilig war. Ja, war viel gelabert. So einführungsmäßig nix. Eigentlich ist das. Ja, aber war ein bisschen zu dick aufgetragen, finde ich. Auch wenn es eigentlich war es notwendig für die Art von Charakter, die der Dexter halt darstellt, aber man hätte halt auch alles, naja, ein bisschen auf die Sendung selbst streuen können, weißt du? Oh. Hätte einfach, wäre viel geiler gekommen, wenn Sachen passieren und man die erst mit der Zeit anfängt zu raffen, warum der das überhaupt macht. So, und die sind viel zu schnell, haben die den ganzen Charakter halt da so, also charakterisiert und analysiert und bla und sowieso und vorgestellt, so kam mir da zumindest vor. So dass er dann halt nach der ersten Staffel aber auch genau wusstest, was das für ein Typ ist. Gut, dann hast du die hinter dir, ne? Klar, schön. Hast du die hinter dir? Ja. Danach kommt ja in der Art nichts mehr, dann nimmt das Ding ja so seinen Lauf. Na, ist ja egal. Also Dexter, Breaking Bad und Lost sind so eigentlich so die besten Serien bis jetzt, die ich gesehen habe. Also ich weiß, das Ding ist total schwul, ne? Eigentlich bin ich auch nicht so der Typ für sowas. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte irgendwo in der Aufnahme, dass wir über Serien gequatscht haben. Aber True Blood, ne? Das ist so eine Vampir-Serie wieder. Oh. Die gibt's ja jetzt auch schon mal länger. Die lief auch, glaube ich, eine Zeit lang mal auf RTL 2, glaube ich. Da habe ich irgendwann mal angefangen, da zu gucken, weil meine derzeitige Freundin das unbedingt gucken wollte. Und da ich eh halt viel bei der war, oder eigentlich so gut wie immer, ja, habe ich das halt mitgeguckt. Und am Anfang war ich da nicht so erfreut drüber. Aber doch, die Story war auch ganz okay, sag ich jetzt mal so. Das kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Also wenn ihr momentan echt gar nichts habt, was ihr gucken könnt, könnt ihr euch das ja mal reinziehen. Entweder ist was für euch oder halt auch nicht. Ist wohl auch Geschmackssache. Bin eigentlich auch nicht so der Vampir-Fanatiker, aber fand das jetzt nicht in Ordnung. Twilight! Ja, ne, eben sowas. Hab ich immer noch nicht gesehen, ich hab dort nie geguckt. Ich habe keinen einzigen Film gesehen. Den ersten, ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil geguckt habe, musste ich mir angucken. Auch gezwungenermaßen mehr oder weniger, aber. Also erste habe ich gesehen so, nur mal um zu gucken, wie das ist. Der zweite Teil, das war eigentlich mehr so aus Langeweile, weil gerade im Fernsehen nichts lief und so. Dann habe ich mir einfach den zweiten Teil angeguckt und da habe ich mir irgendwann nochmal den dritten angeguckt. Und jetzt bin ich eigentlich schon fast gezwungen, auch den vierten und fünften Teil zu gucken. Ach, so viele Teile gibt's davon schon, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ist Ende. Fünfte Teil ist, glaube ich, Ende. Oh, was schade. Alter, das regnet immer noch. So. Sauber. Ja, das sieht doch mal geil aus jetzt. So kann ich das, glaube ich, lassen. Brauche ich schon noch Zäune? Ja. Die mache ich mir jetzt hier. Ey, der Enderdrache, der fliegt ja auch die ganze Zeit, ist die Scheiße, ne? Jo. Sie, du musst den ja wirklich mit Pfeil und Bogen erst halt kaputt hacken. Kommst ja so gar nicht an den dran eigentlich. Oder doch? Ja, der fliegt die ganze Zeit rum. Hat der nicht auch Phasen oder so vielleicht? Wo der dann mal Nahkampf macht. Das glaube ich nicht, weiß ich gerade nicht mehr ganz das genau. Was denn für ein Assi? Ganz im Ernst. Ah, Fuh. Aua. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen, jetzt kribbelt er. Ist er drauf gesessen?
Ja. Ja, das mache ich auch voll oft. Ich sitze immer, auch im Unterricht, ich sitze immer auf einem Fuß oder Bein. Immer. Ja, ich auch. Meistens auf dem rechten. Ja, das war gerade auch mein rechter. Ich habe immer gedacht, ich bin voll verhaltensgestört, aber das machen voll viele. Ja, ja, ich habe das meinem Unterricht beobachtet. Weil ich habe auch mal gedacht, bin ich der Gestörte oder machen das noch mehr? Aber in der Tat, das machen noch mehr. Nicht nur der Titel. Warte mal, Zäune habe ich da noch, ne? Bin ich der einzige Gestörte. Ich hab noch anderthalb Stacks, aber das reicht nicht. Gut, dann mache ich mir noch ein paar. Oh doch, das dürfte wohl reichen, egal. Music is end. Aber wir kommen auch langsam zum Ende. Ich will jetzt auf jeden Fall noch abbauen hier eben. Ein Lied kann ich noch machen, dann würde das sogar genau passen. Moment, da mache ich noch ein neues. Muss ich noch eine Playlist einarbeiten? Habe ich noch nicht. Musste meine Playlist eh mal überarbeiten. Soll ich halt auch noch überdachen oder nicht? Sieht doch voll komisch aus irgendwie. Wer hast du denn das Raumschiff gemacht damals? Da hast du da auch so Außenbereiche gehabt. War der überdacht? Nein, da wollte ich aber eigentlich Glaskuppeln drüber machen. Ich finde das voll Raumschiff-Style, was du da jetzt machst. So, sind wir gleich Level 30. Ich weiß nicht, was du für Raumschiffe kennst. Ja, dasselbe, was du mal gemacht hattest, so. Das hat da gar keine Ähnlichkeit mit. Doch, finde ich schon von der Bauweise her so. Nein, glaube ich, finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt. Normal. Oh. Ja, hat der da auch immer so Gänge gemacht und mit dem Cobblestone und irgendwelche Zäune und diese Platten da und Außenarea mit Grasboden und so einem Kack. Klar, so baust du halt Sachen. Also, nee, weißt, ich mein? Nicht. Der Titel, das ist jetzt ja der Rahmen. Alien. Der Titel ist ein Alien. Ja, ja, ich meine ja, der Rahmen, den finde ich, der ist so im Stil irgendwie. Der Titel ist ein Alien, das ist gar nicht, der hat andere berührt. Das ist der Beschwichtigungston. Von den Aliens entwickelt. Das geht nicht. Das ist schon ein bisschen scheiße. Hier geht das genauso wenig. Ja, egal, man geht eh hier hoch. Wo kann ich das lassen? Kann man sich hier umgucken. Also falls euch noch irgendwas einfällt, Leute, könnt ihr mal was schreiben, was ich hier hinbauen könnte. Ich meine, wirklich viel Platz ist jetzt nicht da, aber irgendwas passt hier schon hin. Bei einem Turm wollte ich da hinten hinbauen. Da hinten ist nämlich noch eine grüne Fläche. Jetzt kommt man da nicht rein. Jetzt muss ich hier echt rumlatschen. So, hier. Und dann dahin. Ja. Hier wollte ich eigentlich einen Rahmen drum ziehen. Dann so eine Mauer. Ach, so ein Turm dahin. Ich weiß gerade nur nicht, wie groß soll ich hier machen. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, da ist schon einer zu viel. 5. Zack. 1. Zack, zack. Oh, Regen ist weg. Geil. Ja, Stunde ist auch weg. Ja. Ah, ich muss noch eben reparieren. Ah, irgendwie habe ich das. Ne, da ist irgendwo ein Fail drin, ein WTF. Hä? 2-1-2. 2-1. Oh, hier habe ich die 2 vergessen. Boah, das dauert immer voll, bis man mal so richtig einen guten Lauf gekriegt hat hier im Cave, weißt du? Jetzt habe ich gerade einen, jetzt ist schon wieder Ende. Glaube ich zumindest, dass ich jetzt hier okay. Das ist ja mal richtig nice, das ist sogar genau mittig. Ich habe das aus Versehen mittig gemacht. Oh, hier kommt dann so ein dicker Turm hin. Wirklich hoch kann ich den nicht bauen, 120 Blocks ungefähr. Oh. Ja. Und hier außenrum. Muss drücken und recken. Und dann so. What the fuck? Komisch, naja, egal.
Na sicher, das war so. Ach. Vielleicht baue ich den auch nochmal den Berg hier zu den Seiten hin nochmal ein bisschen größer. Ja, so People und Peoplerinnen. People und Peoplerinnen? People und Peoplerinnen. Ja, dann machen wir hier mal so langsam Feierabend. Und ja, beim nächsten Mal gucken wir dann mal, ja, wie dann hier weitergeht. Ich glaube, ich werde dann den Turm bauen. Hier mal noch so ein paar Feinheiten weitermachen, reinbauen und so und ja. Dann irgendwann geht's ab ins End. Jo, wie gesagt, das wird eine lustige Sache. Ein bisschen nochmal reinschreiben oder irgendwelche Ideen habt, wie wir das am besten angehen. Gut, dann danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal, wa? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.